da steht er ja schon. Leute, macht sowas auch nicht in den Kommentaren, das fuckt alle ab, das ist einfach nur scheiße. Ja. Da kommt keiner bei euch auf dem Kanal, der sieht ja den, boah, guck mal, dem seine Videos, die abonniere ich jetzt, weil ich die gut finde. Also vielleicht schon Leute, aber die, die man dadurch wirklich kriegt, die möchtest du nicht als Zuschauer haben. Also jo. Meine Meinung. Jetzt meine ist das Meinung. Nicht, das ist meine Meinung. Das ist, die will ich nicht als Zuschauer haben. Euch natürlich schon, liebe Zuschauer, die ja gerade dieses Video seht. Handherz. Abo nicht vergessen. Oh. Ja, und die Glocke und Daumen. Und die Glocke und den Daumen hoch. Wann hat denn das angefangen mit der Kommentar von Algorithmus? Wann hat das denn angefangen? Es ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, die haben nicht einmal mehr so Fragen gestellt, wie schreibt es mal in die Kommentare, sondern einfach nur, ja, der Kommentar von, ah, da kommt einer. Ha, ha, ha. Das war Carsten. Nee, aber da kommt einer entgegen, war das Ding. Hat gepasst. James. Da ist doch noch Platz. Da ist doch noch Platz. Like a snake in a tube. Was? Eine Schlange fährt U-Bahn? Oder, oh, da liegt ein Hamburger in der U-Bahn noch. Das ist ein Snake in der U-Bahn. Snake in der tube. Das sind sogar zwei Witze. Da muss man so lang denken, dass man den gar nicht mehr lustig findet, weil der so kompliziert ist. Ich fand den am Anfang schon nie lustig. Schnüff. Ich glaube, ich muss meine Leute noch mehr schlagen, einfach, damit die noch bessere Witze machen. Also noch oder so. Besser bezahlen. Weil das in Vergangenheit auch so funktioniert hat, dass man Mitarbeiter motiviert bekommt mit Schlägen. Ja, früher war das so. Auf der Galeone hast du die auf jeden Fall motiviert bekommen. In Ägypten, die hatten alle. Oder die Pyramiden gebaut haben, richtig? Genau. Ja. Die haben auch bestimmt richtig freiwillig und gerne da gearbeitet. Ja, das ist dir doch das. Hatten wir nicht sowieso schon voll viele Tipps hier für so Unternehmen-Gedönse? Ich glaube, das hatten wir doch schon mal in einer der letzten Aufnahmen. Ja, hattest du das in der OMSI-Folge. Nee, hatten wir hatten das ETS. Ja auch mit den tollen Unternehmen. Stimmt, letzte Aufnahme irgendwann. Den TUs? Sagt keiner mehr was. Sagt einfach keiner mehr was. Boah, eine Kurve. Und da sind rote Häuser. Ja. Ist das schön hier, wa? Ja, ist echt schön. Ja, ist schön. Voll idyllisch, finde ich. Idyllisch. Oh, hier ist nur 70. Eigentlich dürfen wir hier nur 70 fahren. Ich fahre 200. Mindestens. Warum? Warum nicht? Warum machst du denn sowas? Warum nicht? Ja, Mensch, Schüler, was soll denn das? Nee, eigentlich eier ich gerade hinter Josh her. Da kann ich nicht 200 fahren. Ich bin 80 gefahren. Jetzt chill mal dein Schwack hier. Schlimmer in deinen Sessel. Willst du, da. Weißt du, jeder, der jetzt so schnell vorausfährt, dem unterstelle ich, dass er möchte, dass die Zuschauer weniger Videos haben. So. Ja, das ist wie beim Golf. Genau, dein Ziel ist es, weniger Golf zu spielen. Achso, du meinst, wenn du schneller mit Golf. Du Drecksack, so. Ja, oh, Sven, oh. Ja, also du möchtest ja möglichst wenig Schläge haben. Hab ich gar nicht. Das ist dein Ziel, um ein guter Golfer zu sein, weniger Golf spielen. Dann möchte ich aber auch, wenn ich Bahn fahre, möglichst viel Verspätung haben. Allerdings erst, wenn ich im Zug sitze, damit ich möglichst lang Zug für mein Geld habe. Aha. Also finde ich ein gutes Ziel. Ja, das ist ähnlich wie das mit dem Golf. Genau. Also die Bahn setzt das schon um, das ist kein Problem. Das sollte teurer werden, wenn du Verspätung. Du solltest keine Rückerstattung kriegen, das sollte teurer werden. Ja, weil du mehr Erlebnis hattest. Genau, mach das mal. Ich bin länger. Ja. Ich bin länger. Das ist tatsächlich, ich habe mir echt ein bisschen überlegt, wie das war mit unserem Ticket, was da eigentlich echt nur nicht gegolten hätte für den nächsten Tag, wo wir dann um 3 Uhr irgendwann da angekommen sind. Also, naja. Aber wir hatten da so komische Verspätungszettel. 3 Uhr nachts in Bonn angekommen, das war auch grandios. Dann noch zum Basecamp. Siegburg Bahnhof. Über Bonn Hauptbahnhof. Ja. Rudolf Palmallee. Ach ja. Beziehungsweise Ollenhauer Straße, das ist doch bei der Stadtbahn. Nein. Nicht? War das eine nicht für den Bus? Eins war doch für den Bus und eins war doch für die Bahn. Olaf-Palme-Allee ist ein Platz der Vereinten Nationen. Ach guck mal, es ist hier schon Kalmar. Krasser Shit. Hey, wir sind bei 2 Stunden 20, wir müssen ein bisschen chillen. Wir fahren jetzt nach Linköping und Uppsala.
Upsala. Ach, guck mal, das ist die Aufnahme schon fertig. Upsala. Upsala. Turn right. Machen wir halt heute ein bisschen schneller. Ich hab schon eine Abmoderation. Ich hab schon eine Abmoderation. Upsala, schon fertig. Ja. Erstmal was anderes, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, bis zum nächsten Mal, nächste Woche, ne? Tschüssi und du weißt jetzt aber schon, dass wir das 3-2-1 mit reinnehmen müssen bei dir. Welches 3-2-1? Du hast vorhin gesagt, und ich sag dann jetzt mal 3-2-1 und keep damit right. Herzlich willkommen. Und damit begrüße ich euch. Ich sowas nehme immer alles mit rein, ab da, wo ich auf Aufnahmen starten klicke. Echt? Als ob ich das rausschneide. Ich schneide das immer weg. Das ist doch... Ich mach mir extra die Mühe. Ja, macht man auch so. Hallo? Was? Ich lasse immer die Stellen drin, wo andere besonders doof dastehen. Weißt du, meine Titel werden hier bemängelt, ja, weil die so unkreativ sind, ja? Aber die Videos schneiden. Ich schneide ja durchaus was davor weg, aber das, wo andere sich besonders blöd anstellen, lasse ich halt drin, aus Prinzip. Bei mir gibt's sogar was, wo ich mich blöd anstelle. Ist das nicht toll? Wo? Wow! Moin. Auch gerade überlegt, ob ich nicht vielleicht mir die Garage hole. Ich habe mich jetzt irgendwie dagegen entschieden. Ich war nur zum Tanken da. Tank gerne zu Hause. Ja. Ja, natürlich. Da schmeckt der Sprit noch am besten. Ich kann nicht woanders hin. Da weiß ich wenigstens, wo der herkommt. Außer Zapfsäule. Den schleppt wahrscheinlich irgendeiner von meinen Mitarbeitern von irgendwo an. Damit weißt du immer noch nicht genau, wo er herkommt. Doch, doch, steht ja alles in dem Papier. In dem Papier. Der Barbier-Bier-Gedöns. Oh, ganz viele Schwertransporte. Ich. Julian, warum fährst du im Kreis? Es kann, aha, warte mal. Ein Kran, noch ein Kran. Ich hätte gesagt, du bist vorbeigefahren. Noch ein Kran. Aber ist nur so eine Idee von mir. Was grandios ist, mein Navi führt mich jetzt gerade in einem perfekten Kreis hier immer um den Block rum. Immer dieses Navi. Und noch ein Kran. Nee, das macht's nur, weil ich vorbeigefahren bin. Und jetzt zeichne irgendwie so ein Stückchen von der Route noch auf. Wo seid ihr beiden denn? Wir sind schon rausgefahren aus der Stadt. Ja, dann fahr ich mal oben mal Ikaburg und so frei. Das ja, dann muss ich auch rein bei mir. Ah, falsch. Eine zu früh. Ich kann mal noch einen Tumpi machen hier, ne? Und was? Ein Tumpi? Nee. Tumpi. Ein, noch ein Kran. Mit Sonnenuntergang? Ja. Der hält eine rote Ampel sogar an. Was für ein Noob. Du hast bestimmt dein Leben auch schon mal an einer roten Ampel angehalten. Eventuell. Ja, aber im ETS nicht so oft. Also im Singleplayer immer und im Multiplayer jetzt, ja, wahrscheinlich in 2% der Fälle. Im Singleplayer hältst du hast immer ja fast keine andere Wahl, weil du die anderen Autos hast. Ja, du weißt, aber das ist auch voll gemütlich, so wirklich ETS fahren. Wenn ich was Schnelles spielen will, dann spiele ich... Project Cars. Noch ein Kran. Hier ICE im Train Simulator. Keine Ahnung. Die muss ich auch sehr stark denken. Da muss man aber auch immer sehr viel stehen bleiben an Signalen. Ja. Vor allem wenn man Deutsche Bahn. Hast du das schon gesehen? Den Train Sim World 2? Ja, ich habe mir gedacht, ja wow, früher haben sie die Updates kostenlos gemacht und jetzt muss ich auch noch für ein Update vom Hauptspiel bezahlen, ja moin. Ja, das ist das Grandiose. Irgendwie, du hast ja dann jetzt immer. Also alle Updates, also alle Add-ons vom alten Train Sim World sind mit dem neuen kompatibel. Ja genau, aber das ist ja wie ein normales Update. Das ist ja wie der Train Simulator seit 2012 geupdatet wird und so wie Train Sim World, das ist jetzt auch glaube ich schon. Das heißt jetzt auch Train Sim World 2020. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe nämlich überlegt, ich habe mir ja extra für den Rhein-Ruhr-Gedöns, also für die Hauptstrecke Duisburg-Bochum, habe ich mir extra den Train Sim World geholt und dann stand da Train Sim World 2020. Deswegen war ich davon Das ist halt genau, da war die Dinger noch, wie halt bei ETS. Es war dieses ETS-System mit einfach, du kriegst halt jedes Mal, Hauptspiel updatet sich einfach so, genau. Ja. Warum war das jetzt aufgehört? Jetzt machen sie eine kleine Minimaländerung. Ich mein, also im Train Simulator, also zwischen Train Simulator und Train Sim World nicht. Genau, aber du musst es immer, wenn du diese beinhalteten Strecken haben möchtest, musst du das so kaufen. Ja, so war das. Genau, aber das Hauptspiel hat sich quasi... Das Hauptspiel hat sich immer geändert jetzt. Ja. Genau. Jetzt begründen sie das mit einer Änderung der Engine, weil die Engine nochmal geupdatet wird. Das haben sie in ETS noch nie gemacht. Nee, haben sie wirklich nicht.
Nee, es wurde noch nie was dran geschraubt. Das sieht doch genauso aus wie früher. Also die Engine ist wirklich immer noch die gleiche. Ja, aber sie haben die Engine bestimmt auch nicht ausgetauscht. Das ist immer noch Unreal 4. Also du kannst mir nicht sagen, dass die jetzt in Chains in World 2 nicht mehr Unreal 4. Nein, das ist nur ein zusätzliches Feature für die Engine. Unreal Engine 5 jetzt. Ja, die haben aber auch hier im Ding haben die jetzt auch F-Mod als Sound- und Gedöns-Engine eingesetzt. Das hat auch nichts gekostet. Außer längere Portierungszeit auf Multiplayer-Servern, aber. Warum auch immer? Ja, ich sage 1,38, das geht schneller. So, wo steht das? Aber das stimmt schon, ne? Weil die hier so nachgeliefert die haben. Sind am auch, Ende der Stadt. Die Autobahnkreuze zum Beispiel das in Deutschland oder bestimmte. Ne, Streckenabschnitte neu hinzugefügt. Genau, und selbst vom Hauptspiel. Ja, aber überleg mal, wie alt das Spiel ist. Grundcontent, das kriegst du im Angebot, kriegst du ETS irgendwie für 99 Cent oder sowas ohne Add-ons. Gut, die England-Karte ist halt die England-Karte, aber und Österreich ist auch irgendwie Österreich. Und bestimmt auch noch als DLC. Wobei das ist, also die haben doch eigentlich vorhandene Bereiche nie kostenpflichtig geupdatet. Das waren doch immer, wenn dann kostenlose Updates. Ja. Frankreich war halt ein Teil ja schon bestand, aber im Grunde der größte Teil ist ja auch neu dazugekommen. Ja. Drive safe. In Deutschland tun sie ja gerade, ne? Also, Alter, ist das cool hier. Das ist einfach fucking Gewächshaus, ey. Hier so sieht Agro Nord aus. Okay. Ist halt einfach geil hier. Nee, deswegen, ich kann das eigentlich wenig nachvollziehen, dass die jetzt sagen, wir müssen das jetzt als neues Spiel irgendwie vertreiben, aber hey. Ja. Was willst du machen? Gut. Verwerflich finde ich es aber auch nicht. Kommt auf den Preis an. Genau, das kommt, also du wirst wahrscheinlich vermutlich das mehr oder weniger Fullpreis zahlen müssen. Ich vermute mal, es werden auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, 30,35 €. Allerdings hast du dann halt aber auch ich wie... ehrlich gesagt nicht verwerflich, weil sämtliche Sportspiele bezahlst du auch jedes Jahr. Ja gut, also das mit FIFA ist halt auch ein Witz, ne? Aber... Ist ja nicht nur Formel FIFA, es ist NBA, ja. Formel 1 und was du nicht alles hast, NFL und NHL. Ja, das ist auch eine Option, da so zu machen. Und ich meine, im Endeffekt bekommst du, wenn du dann Transworld 2 kaufst, 3 Strecken irgendwie dazu, die du vorher nicht gehabt hättest. Und ich finde die auch potenziell relativ interessant. Also was ich noch weiß, ist irgendwie, glaube ich, Köln-Aachen. Da kannst du dann ICE fahren. Dann kriegst du irgendwie London Underground, eine relativ alte Strecke. Ist, glaube ich, ganz Baker cool. Das dritte weiß ich jetzt nicht. Tobi. Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwie gelesen. Das dritte weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja was, wo du normalerweise halt auch das gleiche gezahlt hättest, wenn du den Content auch möchtest. Dann hättest du es auch nochmal kaufen müssen. Von daher, ja. Ich weiß es nicht. Hätte man vielleicht auch einfach updaten können und sagen können, ja, wie immer, wenn ihr halt den Content wollt und ich glaube, weiß ich nicht, DB Fernverkehr wird schon einige Leute ansprechen und auch mit einem Underground ist vielleicht potenziell was Leute kaufen. Hättest du diese Diskussion gar nicht gehabt, du hättest wahrscheinlich eine sehr ähnliche Anzahl an Käufern gehabt und die Leute hätten nicht angefangen, so was runter zu diskutieren. Ja, ich sag mal, wenn ich das Engine-Update halt wirklich nicht tangiert hätte in irgendeiner Form, beziehungsweise der Content wirklich nicht tangiert hätte, aber du hättest gerne das Engine-Update gehabt, dann hättest du das so gekriegt in dem Fall. Jetzt ist nichts ausgeben müssen. Bisher auch gut gelaufen. Also ich verstehe nicht, warum man das jetzt... fahrt ihr euch alle schon, oder? Ja, okay, sind Gott, alle voll. Ich mal Gas, ne? Aber, ich trottel Josh, so ein bisschen. Josh, da ist wieder der Punkt, ne? Eigentlich ist das, was sie im Moment machen, völlig normal. Du bist nur verwöhnt von dem, was sie vorher aus Goodwill gemacht haben. Ich frage mich, aber das Ding ist, ich frage mich, ob das für die halt wirklich den Mehrwert ob das jetzt, bringt. Ob die davon jetzt einen Mehrwert haben, ob die jetzt signifikant mehr Käufer haben, weil die es eh kaufen, die denken, das hat schon so einen kleinen Fadenbeigeschmack, so ein bisschen. Also selbst wenn man es eh holen würde, denkt man sich so, ja, aber das hättet ihr jetzt nicht machen müssen, so in Anführungsstrichen den Leuten dann nochmal extra was berechnen. Find ich jetzt von deiner Seite wirklich ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Das ist nichts, worüber ich mich beschweren würde. Es ist halt eine Änderung vom Ding, das bleibt einem halt irgendwie... Oh, das ist aber ganz schnell hier, wenn ich... Ich weiß nicht, ich würde das auch... Hättest du mal weiter Gas gegeben? Ey, das hab ich nicht, ich hab den Spiegel nicht, Alter, hast du denn da so für Puffrohre hinten dran, ey? Der Auspuff.
Ein Auspuff. Normalerweise habe ich eine dicke Maschine in dem Ding hier, aber ich habe das ja alles abklemmen müssen. Muss ich wirklich sagen, dass ich das wirklich ja mal auf hohem Niveau finde. Ja, ich finde das nicht verwerflich. Ich frage mich nur, ob das ein smarter Move war. Ich glaube nicht, dass das den so viel mehr Income generiert. Ja, als da kommt da keiner. Von daher denke ich mir, es ist einfach nicht notwendig gewesen. Sie hätten ungefähr die gleichen Kohlen hätten sie machen können, wenn sie das so gemacht hätten wie jetzt. Wäre auch allgemein nicht notwendig gewesen, so ein Update zu machen. Ja, nee, aber ja, ist das auch nicht notwendig. Aber James, du kennst doch das Phänomen, wenn was immer da war und es gestrichen wird, dann fragen sich die Menschen, warum. Wenn du jedes Jahr Weihnachtsgeld bekommst und in einem Jahr bekommst du es nicht mehr, dann kommt die Frage, warum. Du hast aber auf Dauer da tatsächlich einen Rechtsanspruch drauf. Das ist gar nicht so, dass das jedes Mal nur ein Geschenk ist, sondern du hast nach so und so vielen Jahren, hast du da tatsächlich einen Rechtsanspruch. Ja, natürlich, nur irgendwie. War das jetzt ein Beispiel für, das war immer so, jetzt wird's geändert. Also den Train-Sim, den bekommst du seit, weiß ich nicht, 8 Jahren hinterher geschmissen. Eben, und also ich würde das Geld nicht auch mehr. Nicht ausgeben, wenn da jetzt nicht Content bei wäre. Ich wäre keiner, der sich diese ganzen, damals Formel 1 oder FIFA, den ganzen Kram, ich finde dieses System kacke. Ich würde das nicht machen mehr, da jedes Jahr das neue Ding holen. Das wäre nichts, für was ich immer immer mal wieder Geld bezahlen würde, von mir aus. FIFA ist halt auch extrem in dem Sinne, weil du halt wirklich einen Vollpreistitel hast für nichts. FIFA jetzt nicht. Also du bekommst halt eine aktualisierte Fußballmannschaft. FIFA erinnern sich nur die Mannschaften, aber FIFA hat Spaß. Bei Formel 1 würde ich schon machen. Ja, Formel 1 ändert sich auch genug nur die Strecken. Bieten, aber einfach das mit den ganzen Jahreszahlen ist neue Strecken drin, neue Teams, die Engine ist nochmal ordentlich aufpoliert worden. Aber das ist eine Sache, das kann man dann in dem Rahmen machen, wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt genügend Content, um zu sagen, okay, und das hier ist jetzt eine neue Version. Also nicht eine Jahresversion, so ich muss jetzt jedes Jahr einfach delivern und es kommt egal, wie viel wir entwickelt haben, einfach jedes Jahr eine neue Version raus. Genau, sondern wirklich, wenn ich sage, okay, nehmen wir jetzt keine Ahnung, OMSI oder sowas als Beispiel, was jetzt ein bisschen schlecht ist, weil es davon nur 2 Versionen gibt, aber irgendein Ding, wo es halt Version 1, 2, 3 und 4 gibt und du hast halt, okay, Versionsstufe von OMSI, 1 zu 2 ist OMSI krass. Passt doch dein Argument auch, sie haben ein bisschen an der Engine geschraubt und die Gelenkbrüste sind dazugekommen, hätten sie auch kostenlos rausgeben können. Das ist richtig, das Ding ist halt aber nicht, oh, ich mache das jetzt jedes Jahr, sondern ich mache das, wenn ich der Meinung bin, ich habe da ordentlich Content, für was die Leute bezahlen und da zahle ich für. Gut, die Spannung für die habe ich wirklich nicht bezahlt, aber ja. Es gibt aber auch andere Vollpreistitel, die du jedes Jahr aus neue kaufen kannst. Heißt nicht, dass ich das gut finde. Ich finde auch dieses Office-Abo scheiße. Da musst du aber auch diese ganze Remastered-Geschichte musst du dann ja genauso verwerflich finden. Ja, aber der Punkt ist einfach, also ich glaube, das einzige Problem ist jetzt, ein Unternehmen hat jetzt ganz massiv sein Marketing da geändert. So. Die Frage ist halt, warum macht man das? Genau. Ja. Ne, man macht das über quasi ein Jahrzehnt, mehr oder weniger. Und auf einmal, nur weil das Ding jetzt anders heißt, aber es ist ja im Grunde nie von, also auch ein neues Spiel, klar. Halt aber, ja, aber es ist nur ein neues von dem alten. Genau, es ist wie eine Version, wie sie das 2020 genau so gemacht haben. Also, dass sie den Trains vielleicht ein bisschen mehr, aber ja. Ja, aber dass sie den Trains World als Trains World als extra Spiel verkaufen, sehe ich voll und ganz ein. Okay. Weil das, was sich im Vergleich zum Trains getan hat, ist was komplett anderes. Ja, ist ein komplett neues Spiel. Ja, richtig. Aber Trains World zu Trains World 2 ist halt ein Update. Das ist kein neues Spiel, das ist ein Update. Das ist kein signifikantes, großes Ding. Und das merkst du auch daran, dass alles aus Trains World 1 mit Trains World 2 verfügbar ist, funktioniert. Ja, das heißt, die Basis ist exakt die gleiche. Es ist nur eine minimale Engine-Änderung drin und neuer Content. Also deswegen finde ich das halt schon, für die Menge, die du bekommst für diesen Vollpreistitel, ist es eigentlich nur neuer Content. Und es lockt auch nur neuer Content und nicht das Spiel. Genau. Ich meine, das Update ist bestimmt cool. Also ich hätte die Marketingstrategie nicht ändern müssen. Ich glaube einfach, dass sie damit nicht mehr erreichen. So, das ist einfach das Ding. Hätten sie es immer so gemacht, ja, meine Güte, hätte ich wahrscheinlich nicht. Dann hätte es keinen interessiert, es wäre keinem aufgefallen. Genau, exakt. So, so hat man jetzt im Grunde den Weg komplett einen anderen eingeschlagen. Ja. Und dadurch fühlt man sich natürlich schon ein bisschen, verarscht will ich jetzt nicht sagen, aber man wundert sich, warum musste das denn jetzt genau so sein? Warum hat das nicht, funktioniert das nicht so wie vorher auch? Ja. Ich finde es in Ordnung. Ja, aber mit dem anderen, man hat auch, finde ich, einfach ein besseres Feeling. So, das Update kriegst du so und du wirst halt nicht. Ja, weiß aber nicht. Genau, du wirst halt auch vor allem.
du wirst dann dadurch ja in Anführungsstrichen trotzdem dazu gezwungen, dir die neue Version anzuschaffen, weil, sagen wir mal, im Train Simulator, wenn du einfach nur keinen Bock auf die Strecken hast, konntest du dir weiterhin DLCs kaufen. Hier müsstest du dir jetzt, um weitere DLCs zu kaufen, die frisch erscheinen, ein Update, ein kostenpflichtiges Update auf die neue Version. Richtig, weil das kommt nämlich auch noch dazu. Der Train Sim World bekommt dann nämlich keinen Content mehr. Genau. Der Train Sim World 2 Content ist nicht kompatibel mit dem Train Sim World Content. Du brauchst also, um weitere Add-ons für den Train Sim World zu kaufen, definitiv den 2er. Und damit ist es ein Update, was dann erforderlich wird. Ja. Also zwingen sie sich dazu, das neue Produkt zu kaufen. Ja. Microsoft hat mich auch dazu gezwungen, Windows 10 zu installieren. Ja, aber dann müsstest du nicht kaufen. Hat allerdings nicht gekostet. Weil ich zufälligerweise, glücklicherweise Windows 10 hatte. Nein, das machen die seit 20 Jahren. Ich konnte ungefähr 10 Jahre hintereinander Windows 7 immer noch auf Windows 10 upgraden. Ich kann noch so viele Windows 7 Keys, wie ich will. Du kannst nur Windows 7 noch upgraden. Alle Windows 7 und 8. Ja, also Windows alles 8 bestimmt Windows auch, hat aber keiner mehr. Die zwei Windows 8 Keys, die es noch gibt auf der Welt. Da gab es nie so viele von. Ja, meine ich ja, die zwei Keys, die jetzt noch unter denen es auf Windows 8 läuft hier. Also Matthias hat Windows 8.1. Oh, mein Beileid. Das ist das Erste, was ich auf Windows 10 upgraden würde. Bei Windows 7, Ja, wobei, er aber hat sich, also 8.1 hat ja auch das Startmenü-Ding. Also 8.1 ist jetzt ja nicht so schlimm wie 8, wie das normale. Ja, aber 8. ganz ehrlich, also Windows 8. Ja, aber er hat sich halt dran gewöhnt und hat halt daran angefangen zu arbeiten. Aber dann ist die Umgewöhnung auf Windows 10 auch nicht mehr so krass, außer dass es halt einfach ein bisschen besser ist. Er sagt, er macht das. Ja, also er sagte, prinzipiell sieht er keinen Grund, auf Windows 10 zu verzichten. Das Problem ist nur, jetzt hat er gerade seine Masterarbeit angefangen. Und da läuft jetzt alles, was mit seinem Tech und Hasse nicht gesehen ist. Da möchte er jetzt nicht unbedingt auf Windows 10 wechseln während der Masterarbeit. Da ist die Programme so, wobei, da töten eher die Windows 10 Updates per se, also an sich. Ja, das ist halt das Thema, was er jetzt gerade vermeiden möchte, während er seine Masterarbeit schreibt, weil er jetzt damit alles vorbereitet hat und all sein Code und Tech und Hasse nicht gesehen. Ja, wobei Tech mache ich jetzt zum Beispiel im Browser, das finde ich echt mega geil. Also Overleaf ist mega der Shit. Also das ist wirklich, das ist mega fancy, da bin ich voll Fan von. Also da wenn ich so eine fette IDE installieren muss, das ist, es ist wirklich der Shit und der Einstieg für mich als Ex-Word-User ist damit echt, also mir hat mir gesagt, du brauchst mir 2-3 Wochen, bis du das irgendwie ein bisschen verstanden hast. Ja, ich kann auch schnell lernen eigentlich. Ja genau, ich habe mir einen Tag so einen eigenen Crashkurs gegeben, so ein klassisches Online-Tutorial, dann ein eigenes Testdokument erstellt, easy, ich bin mega zufrieden, ich finde das Ding, der Shit. Vor allem ist es halt einfach mit Tech, einfach schöne Dokumente zu erstellen und zwar schnell. Allein, dass die mir die Bilder nicht so rumfliegen, ja. Und rechts sind gescheite Silbentrennung, Blocksatz, der ganze Kram, es ist einfach fancy. Ich bin mega zufrieden. Und du kannst alles im Nachhinein ändern. Wirklich alles. Original. Du kannst eine Zeile ändern und das Ding sieht von Anfang an aus wie halt ein normales PDF und du kannst eine Zeile ändern und moin, du hast so dieses Buch doppelseitig mit Seitenzahlen rechts, links, bisschen rechts, links verrückt. Es ist der Shit. Sind wir schon in Linköping? Ja. Ui. Deswegen meine ich ja, wir sind echt zeitig. Also, dann müssen wir diesmal vielleicht an was so schneiden. Langsam. Ja, ich weiß, ich tucke einfach mal ein bisschen. Da wo 70 ist, fahre ich 70. Ist ja voll crazy, was du da vorhast. Unfassbar. Ja. Na, wo war ich denn noch nicht? Ich war gefühlt schon überall. Weit ist denn Linköping? Wahrscheinlich ist es echt nicht mehr weit bis nee, Ding. Ja gut, dann schneiden wir halt ein bisschen kürzer. Ich meine, ist halt so. Aber kann ich ein bisschen früher schlafen gehen? Ich bin ein bisschen müde. Ist echt müde. Oh, ich muss echt noch. Ich habe eigentlich vorgehabt zu warten, bis Luisa wieder da ist und die kommt halt um. So, jetzt müssen wir nur noch nach Uppsala, gell? Ja. Halb zwei. Wo müssen wir denn da hin? Ja. Uppsala, ja. Nach. Ich hab GLT. Deckertrans. Deckertrans, okay. Von daher, ich schneide dann vielleicht nachher noch die Videos oder ich gehe einfach trotzdem schlafen, keine Ahnung. Wobei, falls halt irgendwas ist, so spät mit dem Zug und dann fahren die Nightliner nicht wegen Corona und ach, das ist auch alles irgendwie belastend. Ja, ihr könnt ja morgen alle ausschlafen, so feiert ihr. Ja, yeah, die fahren jetzt halt auf die Züge fahren, ne? Das ist ja trotzdem. Er steht hier immer noch. Opala. Oh, ich sehe schon Carsten mitgebannt. Easy. Und du dann auch. Sag nicht, ihr habt euch jetzt gegenseitig entschuldigt. Nee, aber bei dem war reingefahren. Carsten ist eben reingefahren, ich ganz knapp.
Aber ich habe ihn schon mal angeboxt, wo ich rausgefahren bin. Ja, schauen wir mal. Wäre ich halt gebannt. Ja. Mir doch egal. Mir doch egal. Boah, was sollen sie machen? Sollen sie mich doch bannen, ey. Ah, nee, ist das Julia? Nee, oder? Ich bin hinter Carsten direkt. Dann ist meine Aufnahme halt weg. Und wo ist James? Ich bin vor den beiden. Ach so, ich fahre ja nur meine Runde, das muss ja nicht sein. Ja, dann warten wir mal, ne? Oh, Motorfehlfunktion. Okay. Naja, Werkstatt, Schmerkstatt, sag ich da immer. Dann habe ich jetzt da noch einen halben Frame weiter freigeschaltet. Also ihr seid jetzt wieder an der zweiten Ausfahrt, oder? Also warte mal. Ich bin wieder zurückgefahren. Ich werde jetzt, glaube ich, nochmal eben mich zurücksetzen lassen zur Werkstatt. Achso, du machst eine Werkstatt, okay. Ja, weil... Ich kann eine Runde fahren. Ja, weil das ist ja hier Kacka, ne? Ja, Motorfehlfunktion ist nicht, habe ich mal gehört, eher so uncool. Semi. Motorfehlfunktion. Habe ich tatsächlich nichts mehr zu trinken. Ich werde auch gerade mal in 1% reparieren lassen. 1%, ey. Boah. Unglaublich. Ja, ich wollte einfach nur hinter Carsten herfahren. Jetzt regnet's. Geil. Jetzt gucke ich aber, ob da einer kommt. Gravums. Wie konnte ich den Punkt denn übersehen, ey? Das ist echt unglaublich. Turn right. Ja, stimmt, das Gelb ist aber, finde ich, kritisch vor dem Gelb. Also weniger das Grün und das Gelb und mehr das komische Gelb und das Gelb. So, dann fahrt ihr jetzt da raus und dann fahren wir jetzt. Ja gut, wir könnten. Ja, es macht auch keinen Unterschied mehr. Oh, wir könnten Nies noch einen Besuch abstatten. Wir könnten Nies noch einen Besuch abstatten. Nee, wir fahren jetzt den direkten Weg. Turn left. Heißt, warte mal, fahrt ihr wieder jetzt über den Süden zurück? Wir fahren dahin zurück, wo wir reingefahren sind, ja. Also ganz zurück, wieder jetzt gehen Süden, weil mein Navi lotst mich jetzt so in den Norden. Ja, wieder zum Kreisverkehr. Sieht so aus. Okay. Also wir fahren jetzt erstmal Richtung Norden, um dann Richtung Süden zu fahren. Oder andersrum, warte mal, ich kann ja die Karte hier nicht einblenden. Konnte man das nicht irgendwie einstellen, dass das nur nach Norden ausgerichtet ist? Ja, wenn du noch ein paar Mal die Taste, also noch ein paar Mal rauszoomst im Endeffekt. Die letzten beiden Zoomstufen sind Norden fixiert. Ihr fahrt aber ja, schon, wir fahren erstmal Richtung Süden und dann Richtung Norden. Achso, dann fahrt ihr dann durch. Ich fahr mal oben rum, wir treffen uns an diesem Autobahn-Gedöns-Dreieck-Teil. Ist ja interessant, das ist bei mir anders. Ja, du brauchst im Grunde nur eine Straße weiterstehen, ne?